This big wheel. Yeah. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich starte diesen Weekly Vlog heute am Sonntag. Also heute kommt ja der Vlog für diese aktuelle Woche raus. Aber wir starten jeden Sonntag den neuen Weekly Vlog. Und ja, herzlich willkommen. Dann morgen in der neuen Woche. Heute wird mein Opa 88 Jahre alt, also wir haben gestern schon gut zu tun gehabt. Also ich habe gestern mit ihm Fastnachtskischelscher, also quasi Berliner, gemacht. Ja, es war ein bisschen ärgerlich, weil mir ist der Hefeteig nicht so gut aufgegangen, obwohl ich es so gemacht habe, wie es da stand. Ich habe es allerdings im Thermomix gemacht, aber im Thermomix nach einem Berliner Rezept, was aber identisch war mit den Ingredients, wie heißt das, Zutaten, vom Dr. Oetker Backbuch von meiner Oma. Also sie schmecken auch super gut, also auch wie bei meiner Oma, nur sie sind nicht aufgegangen, also ein bisschen ärgerlich. Und ja, jetzt mache ich erstmal meine Morgenroutine und dann mache ich mich an den Dessert. Es wird einen etwas gesünderen Dessert geben, also es ist kein Diät-Dessert, aber er ist etwas gesünder. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Ich habe euch ja schon gesagt, es gibt ein ganz easy Dessert. Also er ist nicht Diät, auf keinen Fall, aber es ist auf jeden Fall ein gesunder Dessert. Und zwar habe ich hier griechischen Joghurt, unseren Forever Bee Honey, reich an Antioxidantien. Unsere Bienen sind fernab von jeder Autobahn, also in Andalusien sind da die Felder mit bestimmten Blumen auch und fernab von Abgasen einfach. Deswegen ganz hochwertige Bienenprodukte, die wir haben. Haben wir ja gestern auch beim Beauty Day benutzt für die Maske, ne? Und jetzt einfach mal zum Essen. Dann habe ich hier zuckerreduziertes Knuspermüsli und ja, das ist natürlich jetzt gar nicht so gesund, Mandarinen. Aber das Thema damit ist einfach, ja, und zwar wollte ich eigentlich Beeren benutzen. Aber meinem Opa haben die Erdbeeren nicht geschmeckt, weil klar, es ist noch keine Erdbeerenzeit. Und Blaubeeren waren mir jetzt einfach zu hart von der Konsistenz. Und Himbeeren hatte ich jetzt einfach Angst, dass die heute Morgen nicht mehr gut sind. Und gefrorene wollte ich dafür auch nicht nehmen. Deswegen habe ich gedacht, mache ich jetzt einfach die Nummer sicher, Safety-Variante. Und es gibt eben die Mandarinen. Ja, ist zwar nicht ganz so geil, aber naja, besser als nicht schmeckende Erdbeeren oder halt geschimmelte Himbeeren, ne? Also das wird jetzt der Dessert. Ich mache das Ganze jetzt mal und dann zeige ich es euch. Also, ich habe jetzt mal geguckt, so wie der Dessert hier steht, na, wo ist er? So. Sind wir bei, ich glaube, es waren 600 Kalorien. Aber man könnte das natürlich auch alles noch kalorienreduziert machen, indem man einen, sag ich mal, zum Beispiel Alpro-Soja-Joghurt ungesüßt nimmt oder einfach einen fettreduzierten Joghurt. Es gibt auch griechischen Joghurt mit 2% Fett zum Beispiel. Da hätten, glaube ich, habe ich jetzt mal geguckt, 250 Gramm 149 Kalorien gehabt. Man kann, sage ich mal, weniger Honig nehmen, aber ich würde auf den Honig nicht verzichten, wegen den Antioxidantien, wie gesagt. Dann kann man vielleicht noch ein Knuspermüsli finden, was noch weniger Zucker wie das Kölnmüsli hat. Und man kann natürlich Beeren, wie gesagt, benutzen. Also Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren haben natürlich weniger wie jetzt diese Mandarinen-Notlösung aus der Dose. Aber ich meine, ich habe jetzt nicht auf die Kalorien geachtet, habe es aber mal eingegeben, wenn man das tun würde, dann wäre man bei ungefähr so 250 bis 300 Kalorien. Vor allem, ich meine, da würde man auch nicht die Menge essen, ne? Die Hälfte wird ja auch reichen, dann kommt man sogar auf 200 Kalorien. Also wirklich mal eine gute Alternative zum Dessert. Ja, fand ich jetzt mal nicht schlecht. Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Ja, heute ist schon Montag. Also wir haben euch gestern nicht so viel mitgenommen. Ich hatte euch ja noch den Dessert gezeigt. Der war echt super, super lecker. Ja, meine Tante hat einen Jägertopf gemacht. Meine Mutter eine Schwarzwälder Kirschtorte. Die war auch mega lecker. Also das heißt, wir haben den Geburtstag von meinem Opa genossen und waren dann noch in Speyer. Und ja, sind dann gegen 10 Uhr, glaube ich, nach Hause gekommen. Oder es war sogar schon später. Auf jeden Fall hat der Doma dann noch unseren ersten Weekly Vlog gestern geschnitten und hochgeladen. Also wenn ihr das Video seht, dann ist er schon online. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, den ersten Weekly Vlog, dann guckt euch
an, er ist echt lustig, ich habe es heute Morgen schon gefeiert. Der Mr. Köy hat wieder voll rausgehauen, die Mrs. Köy auch. Ja, und die kommende Woche steht für uns oder für mich oder für meine Mutter auch oder für uns, ja, ganz unter dem Zeichen des Holzdrachen, weil am Samstag ist chinesisch Neujahr, Qi De Long Dong Chen, genau. Und ja, das heißt, wir haben einiges vorzubereiten. Also in der Regel ist es so, dass ich meine Mutter immer zum Essen eingeladen habe und wir waren auch letztes Jahr essen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also erstens schmeckt mir das Essen in Deutschland in asiatischen Restaurants einfach nicht so gut. Also man kann es essen, ich esse es, aber es ist halt einfach nicht dasselbe, wie wenn meine Mutter oder ich, meine Tante oder egal wer zu Hause kocht. Aber ich denke, jeder, der ausländische Wurzeln hat, kennt das. Aber vielleicht kennt es auch jeder Deutsche, weil ich sag mal so, man kocht ja zu Hause anders, wie man im Restaurant isst. Ne? Also der Italiener isst ja zu Hause nicht jeden Tag Pizza, sondern der macht ja richtig geile Sachen, Minestrone. Und ich erinnere mich noch an die geilen Zucchini-Pfannkuchen, die die Mutter von meiner besten Freundin immer gemacht hat. Also richtig gute Sachen, Propetten und was es so alles gibt, ja. Und so ist es halt bei uns auch. Wir kochen ganz, ganz anders, wie man das eben draußen bekommt. Für mich fängt schon, ich will jetzt nicht sagen, der Ekel an, aber mich nervt es schon, wenn man außen Curry bestellt und das Curry ist so durchsichtig und ich weiß nicht, das ist einfach nicht so Curry, wie wenn wir mal einen Curry machen. Das ist normalerweise dick, das ist sämig, das schmeckt ganz anders. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, schmeckt draußen einfach nicht. Aber ja, ich sag mal so, ich will jetzt nicht sagen, der Hunger treibt's rein. Es gibt schon Sachen, die kann man essen. Aber man muss dazu sagen, die Preise sind echt unverschämt geworden. Also was ich sowieso total krass finde, ist dieses ganze Fusion Food, ja. Also ich musste so lachen, wir haben meine Mutter einmal mitgenommen zu diesem Fusion Food und das machen ja meistens Vietnamesen. Und meine Mutter hat dann auf die Karte geguckt und hat gesagt, ich verstehe dieses ganze Essen nicht. Erstens mal kostet da ein Curryhähnchen über 20 Euro. Alter, davon mache ich einen 5 Liter, 10 Liter Topf von dem Preis, sag ich mal. Klar, heutzutage auch nicht mehr so, weil allein das Hühnchenfleisch kostet schon 10 Euro. Aber ganz ehrlich doch, für 20 Euro, ich würde einen Topf hinbekommen. Doch, würde ich hinbekommen. Dann schmeckt das sowieso nicht, aber das Lustige ist halt, dann ist da Avocado mit in dem Sushi oder was weiß ich, was für Dragon Rolls oder was auch immer das sein soll drin, ne? Meine Mutter sagt, in welcher asiatischen Küche habt ihr jemals Avocado gesehen? Ich musste halt so lachen, die hat mega aufgeregt. Die hat auch gesagt, alles ist süß, alles ist Zucker, was soll das? Ich sag mal so, ich finde das nicht so schlecht, also man kann mal so eine Dragon Roll oder was weiß ich, was es da für neumodisches Sushi gibt, essen, aber es hat halt nichts mit asiatisch zu tun. Also bitte, dann sollte man es vielleicht nennen, die europäische Sushi-Form. Also ich war tatsächlich auch schon mal in einem Sushi-Laden in Erfurt und die hatten Sushi gemacht mit Frischkäse und Lachs gefüllt und weiß der Geier was und das war echt schon vor 7 Jahren oder so. Das war auch mega lecker, aber es hat natürlich mit asiatischem Sushi 0,0 zu tun. Egal, schweif schon wieder ab. Ich komme wieder ins Sellen, würde er doch mal jetzt sagen. Auf jeden Fall. Deswegen haben wir uns dieses Jahr entschlossen, weil auch das Buffetpreis von den Asiaten so gestiegen ist, also dem Restaurant, wo wir vorher oft waren und es letztes Jahr wirklich gar nicht geschmeckt hat, weil wir waren halt auch echt spät, weil wir an dem Tag Kickoff hatten, wir sind von München zurückgerast und dann eben essen. Aber nichtsdestotrotz kostet das Buffet mittlerweile 30 Euro. Früher war es so, man konnte quasi sich Getränke nehmen, auch so viel man will. Ich meine, um Gottes Willen, also ich trinke eh nicht so viel, meine Mutter auch nicht. Doma trinkt ein bisschen mehr, aber es ist nicht so, als ob wir da jetzt 10 Liter trinken und uns benehmen wie Vollpfosten. Aber es gibt anscheinend genug Leute, die sich benehmen wie Vollpfosten. Da gab es halt so einen Kühlschrank, da war dann wirklich Arizona-Tee drin, Ginger Ale von Schweppes, also wirklich auch teure Getränke. Und die Leute, die haben sich dann, ach Gott, die haben so viel getrunken, das könnt ihr euch nicht vorstellen, was da an anderen Tischen los war. Also ich kann schon verstehen, dass die das jetzt reduziert haben. Die haben jetzt gesagt, wenn man so ein Getränk aus dem Kühlschrank trinkt, kostet es 1 Euro extra. Ansonsten gibt es eine Zapfanlage, da kann man umsonst trinken. Aber egal, es kostet trotzdem 30 Euro pro Person. Und ehrlich gesagt, so viel kann kein Mensch von uns essen. Im Dommer schmeckt die Hälfte nicht. Das heißt, selbst der eigentlich mehr essen kann, isst da weniger wie wir. Meine Mutter, die isst dann halt viel Meeresfrüchte. Ich esse halt so viel ich kann, aber wie gesagt, für 30 Euro kann man einfach nicht essen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen chinesisch Neujahr zu Hause bei meiner Mutter. Ich habe schon Dekomaterialien bei Temu bestellt.
Ja, also alles Mögliche. Ich werde euch das auch zeigen hier in diesem Vlog. Ich wollte es erst als Sondervlog machen zu Chinesisch Neujahr. Aber es wird unser Weekly Vlog, der aber unter dem Zeichen des Drachen steht. Also ihr werdet da viel erfahren. Ich werde euch auch ein bisschen aufklären, was hat es mit dem chinesischen Horoskop auf sich und so. Ich meine, ich bin halber Chinese. Ich bin jetzt aber kein Vollprofi. Ich kann euch die Sache nur so erklären, wie ich sie von klein auf gelernt habe. Also das ist ähnlich, wie wenn einer von euch oder wenn... Auch ich bin ja auch Christ, ne? Wenn ich jetzt Weihnachten erkläre, was wir da machen, was für Bräuche da sind. Ich glaube nicht, also ich bin konfirmiert auch, aber ich wüsste jetzt nicht eins zu eins, was in der Bibel dazu steht. Obwohl, wie gesagt, ich bin konfirmiert, getauft und auch sehr gläubig. Aber genauso stellt euch das bitte vor, ne? Also ich mache hier jetzt keine aus dem Buch runtergelesen, was ist Chinesisch Neujahr, sondern ich erzähle euch das, wie wir das machen, wie das bei uns zu Hause Brauch ist, was da alles gemacht wird. Und ja, das seht ihr, ne? Also wie bei Familie Lee, nenne ich es mal, meine Mutter ist geborene Lee, dass alles gemacht wird. Und ja, auf jeden Fall werden wir die Woche einkaufen gehen. Auch da nehmen wir euch mit zum asiatischen Supermarkt und werden auch ein bisschen kochen. Auch da nehme ich euch ein bisschen mit. Also wir machen zum Beispiel Frühlingsrollen am Donnerstag, das werdet ihr dann auch sehen. Und genau, am Samstag ist dann Chinesisch Neujahr. Genau, ich werde auch meine Mutter ein bisschen dazu interviewen, die kann auch ein bisschen mehr noch erzählen wie ich, ne? Zum Beispiel gibt es so einen Brauch, man isst Pomelo oder Mandarine an Chinesisch Neujahr, weil das Gold, also das, diese Farbe symbolisiert Gold und bei uns geht es ja wirklich alles um Reichtum, ne? Also in China geht es immer um Pinge-Pinge, immer um Geld, also was anderes, ja, wo natürlich auch Gesundheit, um Gottes Willen, darum geht es auch, aber monetär steht immer im Vordergrund. Also, ja, zum Beispiel 8 Fat, das ist eine Glückszahl von Chinesen, auch von mir meine Lieblingszahl. Und im Prinzip ist es so, je mehr Achter du auf dem Nummernschild hast, desto mehr suggeriert es, dass du Geld hast, weil du musst diese Achter in Asien kaufen. Also in Malaysia muss man das kaufen und da haben wirklich nur Könige so ein Nummernschild. Zum Beispiel, das ist so eine kleine Anekdote. Also es kommt drauf an, welche Autonummer du auf dem Auto hast, ne? Also mein Onkel zum Beispiel kann das dann lesen, ob da jetzt, was weiß ich, was da für eine Nummer steht. Sagt er dir, ist es eine gute Nummer, bringt die Glück oder ist es eine schlechte Nummer? Also bei uns ist eine 8 drauf, es gab leider nur eine, war nichts mehr anderes frei, aber kann sich ja noch steigern. Ja, auf jeden Fall das mal so als kleine Anekdote, aber wie gesagt, ich nehme euch auf jeden Fall mit. Im Zeichen des Holzdrachen. Genau, und das kann ich schon mal sagen, der Drache ist das höchste chinesische Kennzeichen, das ist, was heißt das höchste? Also das Beste, also das heißt, die Chinesen, die haben jetzt gerammelt ohne Ende, dass sie wirklich dieses Jahr Kinder kriegen, weil der Drache steht für Stärke, für Wohlstand, für Kraft, für alles Mögliche, wie halt man sich einen Drache vorstellt. Und es ist wirklich das beste Sternzeichen, was man haben kann. Mein Vater ist übrigens Holzdrache, der ist 64 geboren. Und es ist wirklich der, also es ist wirklich sein Jahr, weil oftmals hat man alle 12 Jahre wiederholen sich die Sternzeichen. Es gibt 12 Sternzeichen. Ich will aber gleich sagen, es heißt nicht, wenn euer Jahr dran ist, dass es für euch gut wird. Bei mir, toi toi toi, war es meistens so, wenn das Jahr des Schweines war, war es für mich nicht so ein gutes Jahr. Was heißt nicht so gut? Also es war challenging, also viele Herausforderungen, aber an Herausforderungen wächst man ja. Also man kann es jetzt sehen, wie man will. Aber auf jeden Fall gibt es halt die... Also es gibt einmal, also jedes Jahr steht für ein Sternzeichen, also nicht der Monat, wie das jetzt, sag ich mal, bei dem anderen astrologischen Horoskop ist, ne? Also zum Beispiel, ich bin Stier, bin im Mai geboren. So ist es nicht, also das komplette Jahr, also das Mondjahr auch, ne? Also das Kalenderjahr endet nicht am 31.12., sondern es geht nach dem Mondkalender. Deswegen ist es dieses Jahr auch der 10. Februar. Letztes Jahr zum Beispiel war es, glaube ich, der 23. Januar oder so. Und ein Jahr steht für ein Sternzeichen. Aber jedes Sternzeichen hat eben auch Elemente, also Feuer, Wasser, Luft, Holz, ne? Also verschiedene Elemente. Und dieses Jahr ist genau der Holzdrache. Und mein Vater ist wirklich auch im Jahr des Holzdrachen geboren. Also das ist wirklich eine Besonderheit, wenn das Element noch passt. Also er wird auch 60 dieses Jahr. Ja, also das ist halt wirklich so eine Besonderheit. Also wie gesagt, ein Jahr für ein Sternzeichen und der Drache ist halt wirklich so das Beste, was man sein kann. Ja, und dementsprechend wird das Jahr auch ein gutes Jahr sein, aber ich werde euch das Horoskop noch so ein bisschen zusammenfassen. Und ja, jetzt habe ich echt genug gelabert. Ich mache mal hier weiter. Good morning in the morning. Neue Woche, neues Glück. Nein. Brüder und Schwestern, Bratscha und Sestre, los geht's. Erisem, Aimo, Aimo. Heide, hallo, hallo, hallo. Heute ist windig.
Heute brutale Wetter. Was ist los? Guten Morgen. Guten Morgen, ich habe schon in die Kamera gequatscht. Ja, aber. Über Chinese New Year, also es ist wieder lang. Es wird bestimmt eine Stunde oder länger vlog. Ja, also ich habe ja letzte Nacht, also nicht auf dem Sonntag genau, sondern letzte Nacht um 3 Uhr oder irgendwann um 3 Uhr 25 ging der Vlog hoch, der wöchentliche. Bin gespannt, wie er euch gefällt. Super. Ja. Gute Laune. Das wird fehl. Ja, also. Mit guter Laune geht es weiter hier in die neue Woche. Ich muss mich rasieren. Chinese New Year. Vielleicht darf ich auch zum Friseur, man weiß es nicht. Spaß. Ich will mich nicht überstrapazieren mit meiner Beauty Station. Genau. Let's go. Corgi Beauty. Corgi Beauty. Haben wir uns überlegt, ein paar Wraps zu machen. Hier haben wir Chili aufgekocht. Ne, mit fettreduziertem Hackfleisch. Mach das jetzt hier für den Opa. Was hast du da drauf? Creme Fraiche oder was? Saure Sahne. Und für uns Sojajoghurt ungesüßt. Okay, also quasi normaler Wrap. Wer will ja noch Avocado. Genau. Ja, aber. Dann kommt das hier so rein. Alright. Evening Walkies. I'm Harrison. So, jetzt wunderbar. Ja, also, und zwar, ich habe ja gesagt, dieser Vlog wird ganz unter dem Zeichen chinesisch Neujahr sein und ich nehme euch auch gleich mit, wenn ich mit meiner Mama dafür einkaufen gehe. Aber jetzt will ich euch erstmal erzählen, was das chinesische Horoskop für uns voraussagt. Also wundert euch nicht, wenn ich nach unten gucke. Ich übersetze das vom Englischen ins Deutsche und muss es natürlich ablesen, weil auswendig kann ich es natürlich auch nicht. Also, das Jahr des Holzdrachen wird ja sein, und zwar vom 10. Februar, also am Samstag, bis zum 28.01.2025. Genau, aber es ist halt nicht nur das Jahr des Drachen, sondern es ist das Jahr des Holzdrachen. Ich glaube, ich habe es vorhin schon oder die Tage schon mal erwähnt. Es gibt ja 12 Tierkreiszeichen im Chinesischen und die dauern immer ein Jahr. Also das heißt, wie gesagt, also alle, die jetzt geboren werden im Zeitraum vom 10. Februar 2024 bis 28.01.2025 sind Holzdrache. Genau, so, jetzt wollen wir einfach mal gucken. Also der Drache ist ein majestätisches, eine majestätische Kreatur, die für Glück steht in der chinesischen Folklore und symbolisiert Stärke, Kreativität und Innovation. So, jetzt macht sich die Kamera, verabschiedet sich. So. Ja, genau. Das heißt, das Jahr 2024 wird ein Jahr voller Potenzial, Möglichkeiten und persönlichem Wachstum für beruflichen Erfolg und Social Impact. Drachenpersonen sind charismatisch, ambitioniert und, wie sagt man, Unternehmungslust oder, nee, das ist nicht, also haben keine Angst und mögen Abenteuer, genau, sind abenteuerlustig, mir hat das Wort gefehlt. Sie haben, sind selbstständig, haben große Visionen und haben gutes Selbstvertrauen. Sie haben keine Angst und sie haben keine Angst, ihre Träume zu verfolgen und ihre Ziele zu erreichen. Wie weißt du, dass du ein Drache bist? Also, da musst du halt rausfinden, also du weißt ja, wann du geboren bist, in welchem Jahr und wann du Geburtstag hast. Und man muss gucken, das chinesische Jahr geht immer nach dem Mondkalender. Also, das ist deswegen immer verschieden. Es ist aber immer zwischen Januar und Februar in der Regel, müsst ihr mal schauen. Und es sind die Geburtsjahre 2012, 2000, 88, 76, 64 und 52. Die alle im Zeichen des Drachen geboren sind. Allerdings ist nur 64 im Zeichen des Holzdrachen geboren, weil es gibt 5 Elemente. Und dieses Jahr, und das wiederholt sich nur alle 60 Jahre, also mein Papa ist nämlich Holzdrache und der wird auch dieses Jahr 60, ist es dann eben das Jahr des Holzdrachen.
So, aber was ist so das Spezielle am Holzdrachen? Also nach dem chinesischen Horoskop ist der Drache das stärkste aller Tierkreiszeichen und steht für Stärke, Glück, Wohlstand und Weisheit. Und mit den fünf Elementen Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser steht jedes Element mit dem Drachen im Zusammenhang für etwas anderes und gibt ihm eine andere Persönlichkeit und Zukunft. So, ich lese jetzt aber mal nur den Holzdrachen, weil das interessiert uns. Also das Holz ist das fünfte Element des Drachen und steht für Stabilität, Aufrichtigkeit und Loyalität. Es steht der Holzdrache steht für Wachstum, Kreativität und Flexibilität. Der Holzdrache ist der meist kreative und der größte Visionär unter den Drachen. Sie sind optimistisch, ambitioniert und abenteuerlustig. Sie mögen es, neue Ideen zu gestalten und sich selbst herauszufordern. Sie sind sehr loyal gegenüber ihren Freunden. Das heißt, das Jahr 2024 verspricht eine Zeit der wird eine Zeit, in dem Visionäre führen und Innovationen und es ist das Jahr der Innovationen und das Jahr, in dem Probleme gelöst werden. 2024 sagt voraus, dass es auch ein gutes Jahr für neue Projekte wird, neue Möglichkeiten zu nutzen und neue Herausforderungen für dich und für andere wahr werden zu lassen. Ein Sektor, der den meisten Wachstum im Geschäftlichen zeigt in 2024, sind die Branchen Fintech, All, Cybersecurity, Blockchain und Solarenergie. Weil diese Industrien durch Innovationen getrieben sind und Lösungen bringen, also für die Zeit, und auf diesem Markt bestehen können. Weil die Geschäftswelt braucht neue Technologie, die effizient ist. Das Jahr 2024 des Holzdrachen ist so besonders, weil es die rare Kombination von der Stärke des Drachen und der Kreativität des Holzes ist. Es ist das Jahr der Innovationen, Visionen und Wachstum. Es ist das Jahr, in dem du deine Träume verfolgen solltest und wahr werden lassen solltest, deine Ideen mitteilen solltest und deinen Horizont erweitern solltest. Und es ist auch ein Jahr, wo du loyal zu deinen Freunden sein solltest. Das nächste Jahr des Holzdrachen wird erst wieder 2084 sein, also in 60 Jahren. Also ich denke, da leben viele von uns nicht mehr. Jetzt geht's speziell in die Tierkreiszeichen. Ich kann das mal versuchen, schnell zu machen. Also das Jahr, also die Ratte ist quasi das nächste Tierkreiszeichen. Also jeder, der 48, 60, 72, 84, 96, 2008 oder 2020 geboren ist, also für die Ratte wird es ein Jahr von finanziellem Wachstum, weil sie durch den Stern Jin Kui, der Glück bringt quasi, also sie steht in, die Ratte steht in dem Glück des Sternes Jin Kui. Und dieser Stern steht für Cashflow und Potenzial. Das wird auch ein Jahr der Romantik und tiefen Verbindungen für die Ratte sein, aber sie müssen taktvoll in ihrer Kommunikation sein und Missverständnisse vermeiden durch den Stern Tian Xiong. So, dann haben wir den Büffel, den Ochs, wie auch immer man es nennen will. Das ist das Jahr 49, 61, 73, 85, 97, 2009 und 21. Der Ochs profitiert von dem Stern Fu Di, der neue Möglichkeiten für die Karriere für den Ochsen bringt, weil er in Kontakt kommen wird mit hilfreichen Menschen, die sein Einkommen erhöhen können. Durch diesen Tian-Star wird er auch gefördert in mentaler Klarheit und friedlichem Output, auch mit gutem Glück, in der Liebe, gerade für Singles. Aber er sollte vorsichtig sein wegen dem Stern Huan Shi,
der Konflikte in der zweiten Hälfte des Jahres bringen könnte. So, dann haben wir den Tiger, das ist der Dommer, mein Mann. Und das ist 1950, 62, 74, 86, 98, 2010 und 2022. Wie gesagt, achtet aber bitte immer drauf, wann ihr geboren seid. Wenn ihr im Januar oder Februar Geburtstag habt, dann müsst ihr wirklich gucken, dann könntet ihr noch in das andere Tierkreiszeichen reinfallen. Also der Tiger wird eine große Chance haben für finanziellen Erfolg in 2024. Der Yi-Ma-Stern wird ihn pushen, um neue Möglichkeiten wahrzunehmen und seine Möglichkeiten auf verschiedenen in verschiedenen Bereichen der Welt zu, wie sagt man, expandieren. Der Tian-Gu-Stern bringt allerdings auch ein paar Probleme für den Tiger mit sich, wenn er nicht aufpasst. Also der Tiger muss aufpassen, also mit ungesunden Gewohnheiten, also könnte es sein Essen, Alkohol, Zigaretten, whatever, und muss auf seine emotionale Stabilität aufpassen. In seiner Partnerschaft muss der Tiger aufpassen, die könnte negativ durch den Stern Tian Ku beeinflusst sein. Und es könnte ein paar Sorgen bringen. So, dann das Jahr des Hasen, also beziehungsweise der Hase. Im Moment befinden wir uns gerade im Jahr des Hasen. Also der Hase gibt ab an den Drachen. Das ist 51, 63, 75, 87, 99, 2011 und 2023. Der Hase wird eine stabile finanzielle Situation in 2024 erleben. Auch wenn sie nicht reich werden, aber die finanzielle Situation wird stabil sein. Es könnten ein paar kleine Herausforderungen auf der Arbeit auf den Hasen zukommen, aber auch Chancen, um zu wachsen und sich zu beweisen. Das Jahr des Drachen bringt auch Romantik und Freude für die, die im Jahr des Hasen geboren sind. Auch wenn immer sie sich alleine fühlen. Sie werden sich immer mal wieder alleine fühlen durch die Beeinflussung des Sternes Mo Yu. So. Wie wird das Jahr des Drachen für den Drachen sein? Das ist natürlich spannend. Sorry, ich muss es gerade mal lesen. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt. It is your namesake year. Sure, ja. Gut, dass wir Google parat haben. Wir gucken einfach. Moment. Namesake. Namensvetter. Es ist dein Jahr des Namensvetter. Achso, ja klar, weil es halt das Jahr des Drachen ist. Das heißt, du hast dasselbe Sternzeichen wie eben das chinesische Jahr. Das muss nicht immer was Gutes heißen, das muss ich leider sagen. Also wenn das Jahr des Schweines war, war das für mich nie was Gutes, weil es immer viel mit Herausforderungen zu tun hatte. Aber man muss ja sagen, durch Herausforderungen kommt persönlicher Wachstum. Und im Nachhinein ist es natürlich was Gutes, aber in erster Linie ist es erstmal schwierig. Das Jahr 2024 würde ich so ins Spotlight rücken und das kann schlechtes Glück bringen, Herausforderungen und Challenges für dein Leben. Aber keine Sorge, es gibt Möglichkeiten, das Ganze es gibt Möglichkeiten, um das Ganze nicht wahr werden zu lassen, nenne ich es jetzt mal, und die negativen Effekte zu reduzieren durch den Tai Sui Stern. Weil dieser Stern zu den Erdelementen gehört, der für Stabilität, Harmonie und Harmonie steht. Und er mag kein Chaos, keine Konflikte und keine, wie nennt man das, Selfishness. Manchmal fehlt mir echt das deutsche Wort. Es liegt mir auf der Zunge. Also er mag kein, wenn man so nur an sich denkt. Wie heißt denn das auf Deutsch? Na, ihr wisst, was ich meine. Wenn man halt so nur an sich selber denkt und an niemand anders. Von diesen positiven Dingen des Tai Su Stern zu profitieren, musst du
seine Bedingungen respektieren und das, was er nicht mag, vermeiden. Also sprich, nicht egoistisch, Mann, mir hat's gefehlt. Also nicht egoistisch sein, eben Konflikte vermeiden, Chaos vermeiden. Du sollst auch aufpassen auf deine Gesundheit. Es kann also dein Immunsystem dieses Jahr betroffen sein und du könntest mehr krank sein und mehr Unfälle haben. Dafür solltest du gut auf dich selbst aufpassen, mit gesundem Essen, Sport, Regelmäßigkeit und dich genug ausruhen. Du wirst einige Chancen haben, Geld zu machen, aber du musst aufpassen und ehrlich sein, was Finanzen angeht. Der Sui-Cha-Stern wird deine Karriere pushen, warnt aber auch vor Unfällen. Das Jahr 24 wird voller Romantik für den Drachen sein, aber es könnte auch Konflikte geben. Okay, dann kommt Jahr der Schlange, 41, 53, 65, 67, 89, 2001 und 2013. Die Schlange wird finanzielles Glück haben durch den Taiyang-Stern, aber sie sollte vorsichtig sein wegen dem San-Sha-Stern. Der könnte finanzielle Verluste herbeiführen und deine Reputationen ein bisschen mildern. Also, ja. 2024 verspricht Karriere. Erfolg für die Schlange und profitable Business-Deals abzuschließen. Der Wen-Chang-Stern boostet dein akademisches Glück und Tian-Xi bringt gute Nachrichten und Beförderungen. Schlangen werden auch Glück in Beziehungen haben. Die Romantik steht im Vordergrund. Das Jahr der Schlange wird schnell vorbeigehen. Aha, weil 2025 wird dann das Jahr der Schlange sein. Schlange ist mein Opa zum Beispiel. Okay, also das Jahr wird schnell vergehen und es wird schnell dein Jahr sein quasi. Okay, dann Pferd, das ist meine Mama. 42, 54, 66, 78, 90, 2002 und 2014. Der Sang-Men-Stern bringt ein paar gesundheitliche Herausforderungen mit sich, aber es ist nichts Schlimmes. Leute, die im Jahr des Pferdes geboren sind, können zu einem finanziell stabilen Jahr vorausschauen. Karrieremöglichkeiten und Erfolg in Beziehungen. In zwischenmenschlichen Beziehungen. Solange sie auf ihre Gesundheit aufpassen und vorsichtig sind in persönlichen und beruflichen Interaktionen. Das Pferd wird Geld in 2024 bekommen, wenn es hart arbeitet und sich auf ihre, Möglichkeiten, also wenn er sich auf seine Möglichkeiten konzentriert. Also er kann seine finanzielle Situation verbessern. Der Stern Tianqi hilft, Herausforderungen in Chancen zu verwandeln und die Karriere zu fördern. Auch die, die ihr eigenes Business starten möchten, haben einen großen Erfolg. Das Jahr der Ziege, 43, 55, 67, 79, 91, 2003, 2015. Die Ziege wird ein gesegnetes Jahr haben durch die Präsenz des Sterns Tai Yin, welcher Power und Energie und verschiedene Möglichkeiten mit sich bringt. Tan Yi wird die Karriere der Ziege fördern, aber die Leute, die im Jahr der Ziege geboren sind, müssen hart dafür arbeiten und auf ihre Gesundheit aufpassen. Beziehungsweise auf ihre Gewohnheiten, was das Thema Gesundheit angeht, aufpassen. Also, wie soll man sagen? Ja, so, was sie halt essen, wie viel Sport sie machen und so weiter. Gesundheit wird generell gut sein. Außer ein paar kleinere Wehwehchen geben. Der Tian-Cha-Stern könnte Probleme mit dem Vater oder älteren Verwandtschaften mit sich bringen. Deshalb sollten die Ziegen auf diese, also auf den Vater und auf ältere Verwandtschaft besonders aufpassen. So, das Jahr des Affen, 44, 56, 68, 80, 92, 2004, 2016. Das Jahr des Drachen 2024 bringt Freude und Karrieremöglichkeiten für den Affen durch den Stern San Tai. Der Affe muss nur aufpassen auf unnötige Argumentationen und vorsichtig sein vor Problemen. Ich weiß nicht, was das heißt. Moment. Die verbunden sind mit... Na.
Verleumdung und Deception und Täuschung. Okay. Dann haben wir das Jahr des Hahnes. 45, 57, 69, 81, 93, 2005, 2017. Der Hahn wird Glück genießen und berufliche Möglichkeiten. Sein Jahr wird durch den Stern Yu Di, Tang Fu und Di Qi geleitet werden. Die Karrieremöglichkeiten werden durch den Stern Stella Yu Di beeinflusst, der Beförderungen und Gehaltserhöhungen für den Hahn bringen wird. Der Hahn wird sämtliche Möglichkeiten haben, von denen er sich aussuchen kann, aber sie sollten ihrer Intuition folgen und den Fokus darauf richten, was am wichtigsten ist. What matters most. Genau, der Hund. 46, 58, 70, 82, 94, 2006, 2018. 2024 bringt dir Möglichkeiten, um deine Gesundheit zu verbessern. Bringt dir Möglichkeiten, um deine finanzielle Situation zu verbessern. Aber du solltest aufpassen, dass du nicht zu viel Geld ausgibst und unnütze Risiken auf dich nimmst, die dein Geld betreffen. Das Beste, deine finanzielle Situation zu schützen, ist zu sparen und reichlich zu überlegen, für was du dein Geld ausgibst. Der Hund wird eine super Gesundheit mit sich bringen 2024, aber sollte Stress vermeiden, von Zeit zu Zeit Stress vermeiden. So, das Schwein, das bin ich, 47, 59, 71, 83, 95, 2007 und 2019. Die Schweine werden wohlstands- und freudevolles Jahr haben durch die positive Beeinflussung des Sternes Long Di. Es wird sämtliche Möglichkeiten geben, um die Karriere zu fördern, Auszeichnungen zu erhalten und die finanzielle Situation zu verbessern. 2024 wird ein Jahr sein für formelle Einverständniserklärungen, Hochzeit und Kinder zu bekommen. Für das Schwein. Ja, also die glücklichsten Sternzeichen in 2024 sind der Affe, die Ratte, der Hahn. Die sind glücklich, weil sie gut mit dem Drachen auskommen. Sie können Erfolg, Wohlstand und Freude erwarten. Andere Sternzeichen wie der Hund, der Tiger und der Ochs mögen ein paar Herausforderungen haben in deren Gesundheit und deren Karriere. Ich guck gerade. Die Glücksnummern des Jahres 2024 ist natürlich die 8. Das war so klar. 14 und die 21. Glücksmonate für das Jahr sind der März, also der 6. März und der 4. April. Von unserem Kalender. Der Month of the Dragon, also der Monat des Drachens wird zwischen dem 6. März und dem 4. April sein. Die Glücksfarben sind Emeraldgrün. Genau. Ja, also ich glaube, das war's jetzt. Ja gut, Final Words, das ist vielleicht nochmal gut. Kann man das Jahr des Drachen rocken? Moment. Um das meiste aus dem Jahr rauszuholen, musst du das Mindset von dem Drachen kopieren und die Attitüde des Drachen annehmen. Verfolge deine Ziele mit Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und Enthusiasmus. Sei smart, flexibel und kopierbar. Oder wie sagt man? Ja, doch. Sei vorbereitet für Veränderungen, Ambitionen, Proaktivität, Optimismus und sociable. Sozial kompetent, also ja. Und das Wichtigste ist, sei du selbst, weil du einzigartig bist, so wie der Drache. Das war doch jetzt ein schöner Abschlusssatz. So, in diesem Sinne geht's jetzt los zum Shoppen. Ich bin nämlich schon spät dran und quatsch schon ziemlich lang. Der Nomad dreht durch, wenn er den Block schneidet. Aber ja, ihr könnt ja vorspulen, wenn es nicht euer Sternzeichen ist oder euch nicht interessiert. So, Kids, wieder hier mit der GoPro unterwegs. Das heißt, wir sind on the road. Geht jetzt straight up to Kaiserslautern. Ich hatte Kage. Wir sind jetzt erst kurzer Zwischenstopp in Otterberg. Wo ist der Barbarossa? Jetzt geht's los. Jette Kage. Hier
Beere. Ah. Ja. Kenn ich. Sieht mal aus, wie man die Hornatur drauf gelost. Also es war wunderbar. Hier gab es einen Hanswurst, hier gab es einen Nussblunder und hier gab es ein Fitnessbrötchen. Und hier gab es Apfelkuchen mit Streusel und eine Camembert-Brötchen. Camembert. Und die Schokolade hat Bad Hair Day. Ja. Ich sehe gar nichts. Bad Hair Day. Für 10 Mann gedacht ist. Ich hab doch. Aber ey, damit fahr ich nur auf die Arbeit und ins Training, weil cool Daddy, peace out. Ich wollte doch nur. Dann sag ich, du musst mir welche 400 Euro ausgeben. Das ist doch Quatsch, oder? Ist es Quatsch? Leute, nochmal, stimmt da. Irgendwann kriege ich den Abstimmbutton. Fanden Sie die Rede vom Auto? Ja, das stimmt. Das finde ich halt Quatsch. Ich habe gesagt, wenn wir ein großes Auto haben, dann sollte vielleicht auch die Person damit fahren, die Kinder hat und Auto. Und einen der Kleinen. Ja, dann sage ich zum, kaufen wir dann 3 Sitze, wenn es soweit ist. 2 dann für dein Auto und noch ein 2. für das 2. Kind in meinem Auto. Dann sagt er, warum in mein Auto dann Kindersitz? Ja. Für was dann ein großes Auto? Jenny, vegan, diese einen Apfelkuchen. 10 von 10. Und das Brötchen? 9 von 10. Jenny? Weiße Schokolade, 10 von 10. Ein Brötchen? Ja. Hans Wurst. Kann ich die ganze Zeit oder 7 von 10. Oh, nee, der wieder. Warum? Das war schon ein bisschen angerostet, ne? Hat das Hemd gefehlt? Nee, es stand schon ein bisschen blass. Das war bestimmt von gestern. Gestern, wie ich da war, lag das, auch schon. Deswegen ist es gut durchgezogen, okay. Und der Kaffee halt. Shit-Kaffee, ne? 5 von 10. Mama? 8 von 10. Der Kaffee. Und die Schleife? Nee, der Schleife. Und der Kaffee? Kaffee, naja. Hau ab. Naja, hau ab. Ich mach Kaffee 8. 8 von 10 und das Fitnessbrötchen. Das war aber schon eine gute 9. Das war lecker. War lecker. Das habe ich vielleicht gern gegessen. Für Chinese New Year. But we take this last gin for the aloha. Yeah. We need the shrimp flavor. The Doma is gerne beef or the duck. We take 2 beef. And we take this fish. Curry, auch nicht. Duck, genau, duck. We want duck. I think I take some more. They have shit aloe vera. No need to buy. Is this good, Mama? Sushi, ma. You are eating that with sushi. You don't even know how to make sushi. I learn. The hot one. But this is all hot. This company. The one to take. Endlich kommen sie wieder. Keine Ahnung, ich glaube, die waren jetzt eine Stunde drin, aber jetzt geht's noch ins Kaufland. Kiste, das ist Fleisch für den Harrison, also Barfleisch. Harrison weiß auch, dass es für ihn ist. Da bin ich ganz nervös. Ich will euch nur mal zeigen, wie das hier geliefert wird. In so einer riesen Styropor-Kiste. Wow, Harrison. Aber ich habe auch noch ein paar Leckerlis mitbestellt. Ah nee, stimmt nicht. Habe ich bei Barf voll. Ja, hier. Kaninchenfleisch, Gewolf, Lammfleisch,
Jawohl, voll Power. So, da gucken wir mal. Just habe ich den Kroatien-Blog hochgeladen. YouTube öffnen einmal, bitteschön, dankeschön. Ah, Shazam. Travel-Vlog, Teil Nummer 1, Kroatien. So, kurzer Zwischenstopp. Dobro jutro, was ist los, Harrison? Du nasser Peter. All right, buddy. Come here. Come here. Hey. Hey. Harrison wird alles so gut verträgt. Ich bin jetzt mal gespannt. Also, ihr seht schon. Okay, das ist jetzt so Knabberzeug, ne? Das sind Entenhälse. Ja, schon ein bisschen eklig, gell? Aber das ist jetzt eigentlich ungekühlte Ware. Hier Ochsenziemer, das isst der, also das isst der Harrison mega gerne. Und hier habe ich halt auch nochmal so Trainingslecker, Barf-Trainingsleckerlis probiert, was ich gestern ja auch bei Kauartikel bestellt habe. Muss ich alles mal ausprobieren, ob das was ist. Und das ist jetzt eben das gefrorene Teil. Also wie gesagt, ich probiere das zum ersten Mal. Und hier haben wir zum Beispiel Entenfleisch mager. Das hier ist Lammfett, weil wenn der Rohfettgehalt im Essen nicht hoch, also im Fleisch nicht hoch genug ist, dann muss man quasi Rohfett zufüttern. Zum Beispiel hier gewolftes Lammfleisch. Ne? Also ja, es ist halt, ihr seht, es ist halt so klein gemünzt. Ich bin halt eigentlich mehr so der Freund, von dem ich da immer aufbaue. Aber gut, wir probieren es aus, wir werden es sehen. Ich nehme euch jetzt mal endlich mit, wie ich hier die Sohle mache. Aber ich will das Ganze auch noch als Reel machen, deswegen jetzt ein bisschen complicated. Jo, also auf jeden Fall habe ich hier den Behälter, habt ihr ja gesehen, den habe ich ja bei Ikea gekauft. Also die Karaffe, ich habe jetzt die gewählt mit dem Schnippel hier, weil man nimmt ja pro Tag dann nur einen Esslöffel von der Sohle und das kann man einfach besser dosieren. Genau, dann als erstes kommt mal hier dieses Himalaya Kristallsalz rein, also das sind so große Brocken. Wir benutzen auch tatsächlich nur noch dieses Salz zum Essen. Ja, also natürlich nicht in Brocken, sondern dann halt klein gemacht. In, also so Pulver halt, so wie Salz halt ist, so streuselmäßig. Also erstmal aufschneiden. Große Salz. Jetzt mache ich die hier unten. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, wie viel man da reinmacht. Ich mache jetzt einfach mal nach Gefühl so. Also ich würde sagen, so. Und dann fülle ich das mit dem Lauretanerwasser auf. Das ist ja so das ja, beste Heilwasser in Europa auf jeden Fall. Und also wir haben ja eigentlich die Osmoseanlage. Man könnte das natürlich auch mit dem Osmosewasser machen. Aber ich wollte es halt so machen, wie es mir empfohlen worden ist. Deswegen machen wir es mit dem Lauretanerwasser. Und wie gesagt, wir haben ja auch ein halbes Jahr gebraucht, es zu finden. Wie blöd. Man kann es ausgerechnet hier in Kunter kaufen, in der Stadt, in so einem kleinen Bio-Lädchen. Und wir fahren da durch die halbe Weltgeschichte und dann überlegen, das schon online zu bestellen. Also, ja, what's so? So, ich werde das einmal auffüllen. So mehr wie eine Flasche. Und es muss jetzt auch über Nacht stehen, dass die Sohle überhaupt, sag ich mal, wirkt. Ja. So, nehmen Sie mal das. Dankeschön. Jetzt kommt der Deckli drauf. Und das ist dann unsere Sohle. Das bin ich Schwisse. So klein warst du, ein paar Jungen. Die bitte. Wieso, was gibt's? Ist was Neues? Nee. Jawohl. Kurz vor Chinesisch Neujahr noch schnell von Werder. Also hier wollte die Dame das Schmidt filmen für YouTube. Hier mal quasi. Ja, so. Du sollst jetzt weil was filme ich denn jetzt? Du stellst die Kamera auf und filmst uns, wie wir hier unsere Fotosession machen. Genau, Fotosession. Quasi mit diesem Hintergrund. Hey. Hier mit diesen Girlanden. Wo ist jetzt dein Haarreif, Harrison? Der ist hier der Haarreif. Oh. Ja, let's go.
Ja, was für Auto dann jetzt? Was denkst du? Ein Smart? Ja. Nee. Doch, und ein E-Auto. Ein Smart E-Auto. So, und hier wird gleich der nächste Podcast recorded. Mhm. Hier, Kandidat Nummer 2. Ja, super, sieht gut aus. Also, das ist jetzt bis jetzt das Beste. So, good morning. Jenny sitzt bei ihrer Mom. Wir sind am gucken für morgen, für Chinese New Year, für das chinesische Neujahrfest. Für mich heißt es, hoch an den Rechner. Rein an die Tasten, ran an die Tasten, nicht rein, ran. Reinklimpern. Ist einiges aufgelaufen. Ich fange jetzt auch heute an, den Vlog zu schneiden, also von dieser Woche. Kroatien Teil 2, Teil 3. Ich glaube, 4 Teile gibt es von Kroatien. Da haben wir schon viel mitgefilmt. Oder vielleicht mal nur 3. Da werden sie ein bisschen länger. So muss ich richtig reinhauen. Heute ist viel zu tun. Heute kommt auch der Großvater wieder nach Haus. Ne, morgen kommt der Großvater nach Haus. Dann müssen wir aber heute ins Haus. Und dann müssen wir da noch ein bisschen was vorbereiten. So rum, genau. Und ja, let's go. So muss das sein. So, ja, so, wenn du... Nicht lang warten. Weißt du, was ich meine, Jenny? Yeah. Und Frühlingsroller. You can make the Frühlingsroller. It's already cold, Jenny. Yeah. You can do it already. Even I can use my... It is so dry, you never even close it for me. So. Mm-hmm. Yeah? Down, close down. Mm-hmm. I see whether I look. I see whether it is okay or not. I think I need water, lah. Not this one. I need. Was ist das? Chili, Sojasauce, garlic. Mix not much. Just a bit garlic and then sesame oil. Und irgendwie viel zu oft, aber gerade eben wieder auf dem Wertstoffhof hier. Kartons wegschmeißen, Styropor, a never ending story, ey. Ja, und darauf erstmal ein kühles Fett, ne? So, Kines, ein Gruß aus dem Auto. Auf dem Wertstoffhof hat es jetzt locker 20, 25 Minuten gedauert. Der Hof ist full. Meine Laune ist hier over the top. Jetzt geht's rüber zum Großvater ins Krankenhaus. Hab mir noch ein Hemd dabei, ein bisschen Wasser, dies, das, was er noch so braucht. Ladekabel für sein Brasierapparat, ein elektrischer. Dann, aber weil ja morgen chinesisch Neujahr ist und gefeiert wird, deswegen war ich gestern auch noch beim Friseur, weil sonst darfst du 15 Tage lang nicht deine Haare schneiden, dies, das. Gestern heute der Friseur und heute muss das Auto auch noch mal in die Waschanlage zu Mr. Bosch. Da wird nicht nur von außen gebohnert, sondern auch von innen. Wird ja auch noch mal alles quer gesaugt. Uiuiui, der Verkehr hier wieder. Uiuiui. Kollege, nichts fahren, gut Auto. Genau. Jetzt schnell nach Ludwigshafen, dann rüber nach Mannheim. Ich hoffe, vom Verkehr passt es. Ich glaube es ja eher nicht. Deswegen gucke ich mir erstmal die Verkehrslage an, hier Google Drive, Maps, wie auch immer. Bevor ich dann rüber setze nach Mannheim, weil das letzte Mal habe ich. Nicht ich, sondern wir zusammen, Jenny und ich. Aber über 2 Stunden gebraucht drüber über die Brücke. Ich glaube, 1,5-2 Stunden waren das. Ne? In irgendeinem Blog war es auch nochmal drin. So, Jenny hütet zu Hause die Pferde. Ich bin jetzt hier unterwegs. Alte Platte, komm, fahr auf Seite, was los? Wiesbaden. Verkehrte Richtung hier. Genau.
erste Step, erstmal schön Eiweiße her. Jetzt werden noch geblasen. So, nächste Station geht's rüber aufs Laufband, aufs Autolaufband zur Innenreinigung. So, ein Teil der Bestellungen ist endlich angekommen. Wie gesagt, normal geht es von einem auf den anderen Tag. Dieses Mal etwas länger und es ist auch erstmal nur ein Teil. Also wir haben hier einmal unseren Schokoshake, den ich ja auch jeden Morgen trinke, mit Vitamin D auf jeden Fall unter anderem, aber auch mit ganz vielen anderen Vitaminen. Ich kann euch das mal hier hinten zeigen und vor allem natürlich auch mit Tryptophan für die gute Laune, also das gesunde Stück Schokolade. Aber es ist auch Biotin zum Beispiel enthalten, Kalium, Magnesium, Zink, Jod, Selen und so weiter und so fort. Genau. Dann haben wir unsere Aloe Liquid Soap. Die benutzen wir als Handwaschseife in der Küche, auf der Toilette und zum Duschen. Im Bad für den Harrison, für den Dommer und für mich auch als Intimwaschlotion wunderbar zu benutzen. Aber auch zum Haarewaschen für eine tiefen Reinigung der Haare. Die ist pH-neutral, antivirell und antibakteriell. Also wunderbar im tollen Pump. Dann unser First Spray, das benutzen wir als Mundspülung. Als Leave-In-Kur nach dem Haare waschen kann man drin lassen, wie gesagt, also eine Leave-In-Kur für den Harrison einzusprühen, der riecht dann immer super gut. Also das ist Aloe mit Kräuter, also es ist jetzt kein Parfüm, weil das würde er auch nicht mögen, aber er hat dadurch halt, wie soll ich denn sagen, er stinkt halt nicht so extrem nach Hund dadurch. Und es ist aber auch ein gutes Feuchtigkeitsspray, einfach für auf die Haut aufzutragen. Der Dommer hat ja hin und wieder Schuppenflechte, je nachdem, ne? Also es ist ja auch mental, sage ich mal. Und da benutzt er das auch ganz gerne, aber auch mega nach dem Sonnenbaden, so ein Feuchtigkeitsspray oder nach dem Solarium aufzutragen, wenn die Haut eh strapaziert ist. Multimacker mit Q10 auch unter anderem für Sportler geeignet, auch zur Zellerneuerung. Dann hier unsere Propolis-Creme, der absolute Hit, gerade bei dem Wetter. Also wie gesagt, ich habe es jetzt bei der Neurodermitis von meinem Opa benutzt, für Harrisons Pfoten, für die Hände vor allem, ja, als Handcreme super beliebt, als Gesichtscreme, bei, auch gerne bei unreiner Haut, durch die Aloe, die enthalten ist, aber auch durch die Propolis wirkt es antibakteriell, also wie so natürliches Antibiotika ist Propolis und ihr seht, es ist im Prinzip so gut wie kein Wasser drin und das ist natürlich mega, weil somit bei diesem Wetter gefriert das Wasser auch nicht auf der Haut. Das heißt, die Hände werden nicht rauer und es hält bis zu 5 Handwäschen, also bei Friseuren auch super beliebt. Unsere Bright ist natürlich der Allround-Hit, ja, also wer diese Zahncreme einmal benutzt hat, ich schwöre euch, der möchte nie wieder eine andere. Und vor allem, wir benutzen die auch für den Harrison, habe ich mit meinem Tierarzt abgeklärt, wunderbar, da frei von Fluoriden, mit Aloe Vera und auch Bienenpropolis, wirkt auch nochmal antibakteriell und wie natürliches Antibiotika, auch gut bei Parodontose. Ich habe ja auch eine angehende, von daher wunderbar. Und unser Aloe Gel natürlich, ne, unser Überlebenselixier nenne ich es mal, mit 260 Vital- und Nährstoffen. Täglich, also das ist einfach unser tägliches komplett Morgen. Also wenn ich mich entscheiden müsste, eine Sache mitzunehmen von meiner Morgenroutine, wäre es auf jeden Fall die Aloe. Und Fast Break, das natürliche Snickers, oder ich sag mal nicht das natürliche, sondern das doch auch natürliche, aber auch gesunde Snickers. Also es ist ein Eiweißriegel, der hat auch wirklich viel Eiweiß. Ihr seht hier Proportion. Wo steht Eiweiß? Hier, ne? Also 22% Eiweiß, also wirklich super auf 100 Gramm gerechnet, ne? Also wirklich mega gut und der gesunde, also das gesunde Snickers, so nenne ich das immer. Und es sättigt vor allem richtig gut, also es macht richtig satt. So, hier seht ihr 12 Riegel drin. Und deswegen auch so viele, weil im F1 natürlich mein tägliches
meistens Abendessen mit einem Shake, dass ich auf mein Eiweißgehalt komme. Ja, mega happy mit der Bestellung. The one looking up, never mind. The one will be fried, you don't have to worry. Grandfather will wait till 8 o'clock. Loves it, huh? Ja. Braten in Long life yellow. Wow. Soße für Fisch. Was soll denn das? Was ist denn das? Mit Visa und alles kriegen? Mhm. So, das hier drüben ist das Bausi, ne? Ja. Dann haben wir hier Frühlingslolle. Was ist das? Bausi. Der Reis und Nudeln. Noch 10 Leute mit Jenny. Ja. Boah, gemäß. Gemäß. Chicken Wings. Chicken Wings. Hast du der Bilder alles gemacht? Ja, hab ich. Komplett. Du warst. Guck mal, ich hab für dich das schon so gemacht. So, das war Chinese New Year. Ich beende jetzt hier mit dem Vlog. Leider konnten wir jetzt beim Essen nicht so viel mit filmen, weil natürlich kochen und filmen zusammen ist immer so eine Sache. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal Gongi Fa Choi. Und ja, somit ist es unsere Chinese New Year Woche gewesen. Beziehungsweise geht Chinesisch Neujahr noch 15 Tage. Und Gongxi. Ja, aber der Vlog ist jetzt heute beendet. In diesem Sinne, Gongi Fa Choi, good night.